Früher habe ich in der Bank gearbeitet und dann habe ich 4 Kinder gekriegt und seitdem bin ich daheim. Ich wollte so eine recycelte LKW-Planentasche, die mir voll gut gefallen, so wegen der verschiedenen Formen und das Material, dass das recycelt ist. Und wollte sie mir aber selber machen, weil kaufen kann ich sie im Rollen, da habe ich mir gedacht. Nachdem ich so ein Stück Plane gefunden habe, habe ich sie zu einer Freundin gebracht, die Schneiderin ist, und dann gesagt, ob sie mir hilft, die erste Tasche zu machen. Und die 0,nix haben wir die erste Tasche gehabt. Ich habe dann überlegt, zu Weihnachten in die Freundinnen, in die ich eine Kleinigkeit geschenkt habe, kann ich selber probieren, so eine Tasche zusammenzuschneiden. Und dann habe ich mir eine gemacht. Sie waren alle glücklich und happy damit und für ihn meine, die Freundinnen wollten jetzt auch eine. Und nachdem mehrere mich gefragt haben, ob ich mir eine machen kann und sie wollen die ja holen, war ich erst ein bisschen skeptisch, aber dann gesagt, ja, probieren wir es. Und so ist eben die Idee von den Samstag-Taschen entstanden. Und seit 2009 mache ich jetzt nicht nur Taschen, Brieftaschen und Toilettentaschen und eben viele Handtaschen. Der Name für die Taschen, habe ich mir überlegt, soll Samstag sein. Es ist typisch da für Südtirol. Jeder hat sofort verstanden, dass die hier in Südtirol gemacht worden sind. Zu übersetzt war das Samstag, aber heute hat mir nicht so gut gefallen, weil es soll ja jeder gleich sehen, dass die eben aus Südtirol kommen. Mir macht es halt nur Spaß, die Taschen zu machen. Sogar ins Ausland muss ich die schicken mittlerweile. Und wer weiß, wie lange das noch anhält. Jeder fragt, ob ich mich ein Geschäft aufziehen möchte. Aber ich sage allen, momentan gefallen in die Leute die Taschen. Aber wer weiß, was nächstes Jahr ist. Ich bin zufrieden so und hoffe, dass es noch viele Jahre weitergeht.